Kerstin, und dieses Wasser ist etwas Besonderes. Dieses Wasser ist insofern besonders, ist, dass es schon früher mit Sicherheit für Rituale eingesetzt worden ist. Es ist ich habe einen Spaß gemacht, vor 2 Jahren es mal chemisch durchtesten lassen. Das ist so ziemlich das Gesündeste auch von der Zusammensetzung, was du dir antun kannst. Es ist grundsätzlich, egal zu welcher Jahreszeit, 10 Grad kalt. Es bleibt auch in der Flasche kalt, wird nur schlecht warm. Und es ist auch insofern was Besonderes von der Geschichte der Quelle her, von der Blutquelle her. Du siehst, das Wasser ist eigentlich kristallklar, da ist nichts drin. Trotzdem hat es genug Eisen, um die Eisenbakterien, die auf dem Weg in den ganzen Schächten drin liegen, rot zu färben, sodass es aussieht, als würde da verdünntes Blut fließen. Und es ist nicht bekannt, woher diese Quelle kommt, denn die ganze Umgegend hier von Somerset enthält kein Eisen im Gestein. Entweder kommt das Ding von super tief oder von sonst woher. Das weiß keiner. Der Ursprung dieser Quelle ist nicht bekannt. Sonst sagt man ja, aus dem Gestein der Vogesen oder so. Ist hier nicht bekannt. Keine Ahnung. Die Quelle kann von ganz unten kommen oder von irgendwoher. Sie ist einfach da. Und seit diese Quelle bekannt ist, hat sie nicht einmal, auch in der derbsten Trockenheit, nicht einmal den Geist aufgegeben, ist nicht einmal versucht. Sie ist nicht einmal weniger geworden. Was halt für unsere Altvorderen schon ein Zeichen von göttlichem Segen gewesen ist, bei Wasserknappheit. Und heute nicht erklärbar? Immer noch nicht. Diese Quelle ist und bleibt ein Mysterium und genauso soll es sein. Denke ich, diese Bäume, die Carrie berührt hat, du hast sie auch berührt. Ja. Was bedeutet diese Berührung? Ganz einfach angefangen, ich kann was anschauen, ich kann es beschreiben oder beschrieben bekommen, ich kann es anschauen. Ich kann es anfassen und ich kann noch weitergehend versuchen, es gefühlsmäßig zu erfahren, was ich als weiteren Schritt nach dem Anfassen empfinde. Jetzt zurück zum Baum. Wir können den Baum betrachten. Wir sehen eine Form, für jeden Baum unterschiedlich. Die erste Wahrnehmung, Baum. Zweite Wahrnehmung, Nadelbaum. Vielleicht, je nach Unterschied, vielleicht jemand anders nimmt eher wahr, Moos, alter Baum. Jetzt kann ich näher an die Sache dran gehen. Ich sehe mehr Einzelheiten. Und wenn ich die Wahrnehmung noch verstärken will, fasse ich es an. Jedes Kind fasst Sachen an. In unserer Sprache heißt es begreifen für verstehen. Und begreifen enthält das Wort, die Tat angreifen. Wenn ich es jetzt anfühle, fühle ich, dass die Rinde rau ist, dass sie lose und schuppig ist. Und sicherlich nicht nur der Baum, sondern auch meine Fingerspitzen empfinden was. Wir tauschen sozusagen Energien aus. Oder Gefühle. Und Energien. Und das Intensivste ist halt, mich hingehe und den Baum umarme und sozusagen mit dem Baum eins werde. Die Steigerung. Dabei tauschst du Energien aus, ob du willst oder nicht, ob ich das wahrnehmen will oder nicht.
Aber wenn ich so mal wieder so richtig ganz geladen bin, wie es HB-Menschen kurz vorm Hochgehen und ich hänge mich um einen Baum rum, dann kann ich dem eine Menge, Menge von meinem Überschuss geben und eine Menge von seiner Ruhe mitnehmen. Außerdem können natürlich Bäume Geschichten erzählen. Andere Geschichten als Menschen. Auch in anderen Dimensionen. Die Wahrnehmungen sind einfach anders. Aber es kann eine Kommunikation stattfinden. Und das ist das, was wir vorhin getan haben. Wir haben mit den Bäumen Gefühle und Erfahrungen ausgetauscht. Haben Bäume eine Seele? Bäume haben ein Leben. Und Bäume eine Seele. Bäume sind Individuen. Und Bäume eine Seele. Weiß nicht. Hab ich eine Seele? Also ich respektiere und achte belebte Wesen als solche. Ich weiß nicht, wie weit irgendwas über eine Einzelseele verfügt oder vielleicht ein Bienenschwarm eine gemeinsame Seele hat. Bedeutung. Okay, das ist auch anders. Also Kerry sagte mir, für ihn haben Bäume eine Seele. Ja, für ihn haben Pflanzen auch eine Seele. Vielleicht ist da eher gleichzusetzen das, was ich mit individuellem Leben bezeichne. Vor etwas, was ich benennen kann, vor etwas, wie Gary sagt, was eine Seele hat, habe ich Achtung. Vor etwas, was ich nicht wahrnehme und wo ich keine Achtung habe, da trete ich auch mal drauf. Das ist der Unterschied. Gut, ja, in dem Sinne haben Bäume eine Seele. Harry? Ja. Was haben jetzt die einzelnen Stationen für den Betrachter, für dich selber, du hast jetzt verschiedene Stufen durchgangen. Mhm. Und was war dein Erlebnis heute hier? Also du weißt ja, dass ich zum keltischen Priester geweiht worden bin. Das war für mich jetzt nochmal so dieser Gang. Sehr wichtig, um einfach klarer zu sehen. Das Wasser hat für mich ja hauptsächlich diese Geschichte der Reinigung, der Labung, der Nahrung, der inneren Reinigung und auch der äußeren Reinigung. Und ich habe in meinen Spiegel sehen können. Ich habe also in die Quelle reingesehen und habe meinen Spiegel gehabt. Nur wenn man eigentlich mit klarem Blick reinsieht, mit richtig klarem Blick, kann man zumindest einen Teil von sich selbst sehen. Ich denke mal, für manche ist das Bild erschreckend, aber für mich
war es nicht erschreckend. Ich habe gesehen, es gibt noch einige Stellen, an denen ich arbeiten muss. Die gefallen mir noch nicht so ganz. Aber der mir entgegengeblickt hat, war schon okay und den kann ich annehmen. Jetzt ist es an mir, daran zu arbeiten. Und ich habe hier schon sehr viel dalassen können. Ich habe nicht nur hier viel dalassen können, ich habe in Stonehenge sehr viel dalassen können schon, aber auch hier. Und da hat mir die Mutter sehr dabei geholfen.